Ich grüße dich. Ich wollte heute eine oder mehrere Vorteile über Tannenöl, ätherisches Öl vom Tanne, erklären, weil ich weiß ganz genau, viele Menschen einfach benutzen manche Sachen, aber nicht bewusst, wo kann man noch weiter benutzen. Ich habe jetzt Tannenöl dabei. Wie gesagt, das ist ätherisches Öl. Natürlich in Europa sagt man, dass es äußerliche Verwendung nur dafür möglich ist. Und dann sprechen eigentlich über diese äußerliche Anwendung. Erstes, ätherisches Öl vom Tanne enthält sehr viele Terpene. Was ist Terpen? Terpene, das sind Stoffe, welche haben Eigenschaften, viele Reparatur. Werke im physischen Körper gestalten, zum Beispiel die regen Immunsystem und fördern die Regeneration vom Gefäße, Kapillaren und dabei auch dem, sag mal so, das ist so ein Stoff, welcher erregt die Kreislauf und erregt den Hautschicht vom Außen und sobald wir etwas erregen vom Außen beginnt der Körper diese Erregung neutralisieren. Und ein Signal dafür ist natürlich das, dass hey, da passiert etwas, wir müssen da einfach Unterstützung geben und regenerieren diese Teil. Und wenn wir etwas erregen, durchbluten wir diese Teil unserer Körper. Aber ist es so, dass es nicht nur bloß Hautschichten, sondern auch Fett Schicht und natürlich auch Bindegewebe wird dadurch viel besser durchgeblutet. Gibt es Vorteil für die Zellen, es gibt Vorteil natürlich für die Stoffwechselung und es gibt Vorteil für die ganz normale Entgiftungsprozess. Ich weiß, dass es viele Menschen nicht entgiften können, weil Bindegewebe so verstopft und Lymphsystem einfach nicht gut das alleine schaffen kann. Und dafür ist diese ätherisches Öl ist super. Wie kann man das verwenden? Ganz einfach. Du tust einfach halbe volle Badewanne, warme Wasser und dann nimmst du ein paar Tropfen. Nicht übertreiben. Lieber jede einzelne Tropfen dazu, bevor zu viel. Und dann kannst du gar nicht sitzen, weil es beginnt brennen. Und bleibst du in so einem Bad, so eine halbe Stunde sitzen, dann merkst du, dass es tut dir ganz gut und es wie Nadel pixelt das. Das ist nicht Skipidarbad, weil Skipidarbad geht noch weiter, das ist intensiver als Tannenöl. Aber für die Menschen, welche beispielsweise leichte Erkältung haben, Lungenprobleme oder Lymphverstopfung, die können beispielsweise Fußbad damit machen. Einfach ins Fußbad ein paar Tropfen. Und auch schon Gitzsteine, wenn du auch schon Gitzsteine benutzt für Fußbad, noch laufendes, genialer Effekt. Das Immunsystem steigt, Stoffwechselprozess wird angeregt, Blut-Kreislauf-System wird wieder beschleunigt. Also das Blut beginnt sich viel schneller zirkulieren im Gefäße. Und Kreislauf-System wird eigentlich in so einen Zustand gebracht, da wo der Mensch einfach merkt, dass das fließt viel schneller alles im Inneren. Und das ist Voraussetzung, wenn du willst etwas regenerieren oder Körper entgiften, du musst beschleunigen die ganzen Prozesse, du musst beschleunigen die Toxine ausleiten über die Nieren und das besser natürlich nicht alles über die Nieren leiten lassen, sondern über Haut. Und diese Tannenöl ist genial dafür. Also ihr könnt gern probieren, wie viel. Probier mal mit 3, mit 5 Tropfen im Bad und dann kannst du steigen. Es ist so individuelle Verträglichkeit, das kann man zuvor nicht sagen. Noch sehr gut inhalieren diese Öl. Also wenn jemand Lungenprobleme hat und allgemein so Müdigkeit, dann empfehle ich einfach Spray. Dose nehmen, Wasser dazu nehmen, paar Beispiel 10 Tropfen vom Tannenöl und überall versprühen in jedem Zimmer, dass das einfach diese Neone, negative Neone und ätherische Öl vom Tannen
sehr gut mit dem Luft vermischt sich und du nimmst das über die Lunge. Natürlich inhalieren kann man damit, auch sehr guter Effekt. Und wie gesagt, man kann über Stopf inhalieren, man muss nicht unbedingt Inhaliergeräte besorgen, das ist alles nicht notwendig. Noch ganz gut, so Tannenöl kann man im Sauna verwenden, klar, aber auch man kann irgendwo beimischen, Beispiel Creme, aber wie gesagt, wenig. Man kann für die Maske das verwenden, weil wie gesagt, wenn es angeregt wird und du kannst dich vorstellen, Gesichtshaut wird angeregt, es wird erströtlich, aber wenn es Reaktion ist da, dann ist das gut, dann funktioniert das. Das Entgiftungsprozess, das Durchblutungsprozesse wird wieder da. Und dann ist natürlich jede Zelle erreicht Blut und jede Zelle kann ihr Stoffwechselprodukte abgeben und Lymphe wird angeregt und einfach beginnt alles laufen. Und wie die Russen sagen, es gibt keine Krankheit, es gibt Stau im Körper. Und dieses Öl bringt obere Schichten, also Hautschichten, Bindegewebe und Fettschicht einfach ins Bewegung. Und wenn Beispiel Zellulitis jemand hat, einfach in die Öle reinmischen, im Zedernussöl und ein paar Tropfen und gut reinmassieren, durchmassieren. Man kann Beispiel Schröpfen benutzen und Zedernussöl mit Tannenöl vermischen. Es ist einfach alles dafür geeignet. Und wie gesagt, dosieren individuell beginnt mit ganz weniger, lieber steigen, bevor dann zu viel und du weißt nicht, was du machen sollst. Ja, es ist eigentlich preiswert, weil 30 Milliliter kostet 10 Euro. Es ist wirklich sehr gut ätherisches Öl. Es kommt direkt aus Russland, wieso nicht aus Europa, weil in Russland sind die Wälder sehr sauber. Da gibt es keine Industrie, das ist U-Bäume und da kannst du natürlich davor gehen, dass das wirklich ganz andere bestimmte Schwingung hat, solche Öl. Also wie gesagt, das ist sehr, sehr gut für äußerliche Anwendung. Probier selber an und das wirst du sehen, das ist richtig hervorragend. Ciao.